Herzlich willkommen zur Hypnose entspannt in Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian und ich werde die Hypnose leiten. Sich Zeit zu nehmen im Leben, das ist wichtig und bedeutsam, achtsam, geduldig, verständnisvoll. Zeit für sich selbst, produktiv geschehen, einfach geschehen zu lassen. Wenn dir die Hypnosen unseres Kanals gefallen, dann gib mir einen Daumen hoch und klick auf Abonnieren. Vielen Dank. Mach es dir nun bequem. Begib dich in eine für dich angenehme sitzende oder liegende Position. Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen, Anfallskrankheiten, zu niedrigem Blutdruck, als auch diejenigen, die blutdrucksenkende Medikamente einnehmen, dürfen diese Hypnose nicht anwenden. Wende diese Hypnose nicht beim Autofahren oder beim Bedienen anderer Maschinen an. Diese Hypnose ersetzt ausdrücklich keine ärztliche oder psychologische Behandlung. Und nun wünsche ich dir viel Freude und eine ganz besonders angenehme Entspannung. Atme einmal tief durch. Hefte nun deinen Blick an etwas, idealerweise einen Gegenstand in deiner Umgebung, den du von deiner Position aus gut sehen kannst. Höre mir nun aufmerksam zu. Meine Stimme leitet dich an. Ich zähle von 8 bis 0. Mit jeder abwärts gezählten Zahl entspannst du mehr, wirst müder und schläfriger. Müder und schläfriger mit jeder Zahl. Bei 0 wirst du mit geschlossenen Augen in einen angenehmen, tiefen Entspannungszustand hineingleiten. 8. Schaue auf den Punkt. 7. Du wirst müder und ruhiger, während du den Punkt in den Blick nimmst. 6. Inzwischen bemerkst du, wie mühsam es ist, deinen Blick auf den Punkt zu richten, und somit werden deine Augenlider schwerer. 5. Mit jeder Zahl fällt es dir schwerer, den Punkt anzuschauen, und es wird anstrengender für dich. 4. Es fällt dir mit jeder Zahl schwerer, deine Augen offen zu halten, während der von dir in den Blick genommene Fixpunkt langsam unschärfer wird. 3. Du hältst deine Augen offen, und während du versuchst, deine Augen offen zu halten, konzentrierst du dich auf deine schweren und schwerer werdenden Augenlider. Du siehst dabei auf den Punkt, der unschärfer wird. 2. Immer schwerer und schwerer werden deine Augenlider. 1. Die Anspannung, deine Augen offen zu halten, ermüdet dich mehr und mehr. 0. Schließe deine Augen. Du kannst deine Augen nun schließen. Und sobald du deine Augen schließt, gleitest du in eine angenehme, wunderschöne Entspannung hinein. Schließe deine Augen. Du darfst dich nun ganz tief entspannen. Spüre, wie du dich mehr und mehr in eine wohlige, tiefgehende Entspannung begibst. Du liegst nun mit geschlossenen Augen,
ganz entspannt und weißt, dass du etwas Gutes für dich tust. Und daher nimmst du die folgenden Sätze vollumfänglich an. Du konzentrierst dich auf meine Stimme. Dein Rücken entspannt sich. Spüre deutlich, wie sich die Muskeln in deinem Rücken entspannen. Gehe nun mit der Aufmerksamkeit in deine Schultern, deine Arme und von dort bis in die Hände und bemerke deutlich, wie sich deine Schultern, Arme und Hände entspannen. Fühle nun in deinen gesamten Oberkörper hinein. Dein Kopf, deine Brust, dein Bauch und dein gesamter Oberkörper entspannen sich. Auch deine Hüfte, deine Beine und Füße entspannen sich. Dein Körper entspannt sich mehr und besser. In deinem ganzen Körper breitet sich völliges Wohlsein aus. Du sinkst immer tiefer in eine angenehme Geborgenheit. Du atmest ein und aus. Bei jedem Anheben und Senken deines Brustkorbs entspannst du immer mehr. Voller Vertrauen lässt du dich von meinen Worten tiefer in diese wunderschöne Geborgenheit und Gelassenheit hineingeleiten. Jedes Mal, wenn ich in dieser Sitzung zu dir spreche, entspannst du wie von selbst tiefer. Und mit jedem einzelnen Wort noch viel tiefer. Ich spreche und du hörst die Musik. Und während ich spreche und du mir zuhörst, sowie der Musik lauschst, gleitest du tiefer und tiefer in die angenehme Entspannung hinein. Lasse dich von der Melodie und meiner Stimme tiefer und tiefer in die wunderschöne Entspannung hineintragen. Wenn du eine Gefahr spüren solltest, kannst du sofort aus diesem Hypnosezustand herauskommen. Dann begeben sich Puls und Blutdruck auf die Werte des Wachzustands. Auch kannst du dann deine Augen öffnen und bist voll und ganz aktiv. Deine Gedanken beruhigen sich und fließen an dir vorbei, wie Blätter auf einem Bach. Du fühlst dich wohl und sinkst
mit jedem einzelnen Blatt tiefer als zuvor in ein angenehmes Gefühl, wohlig tiefer und angenehmer Geborgenheit. Entspanne dreimal tiefer. Schlaf. 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 Entspanne tiefer. Fühle dich angenehmer und achte nur noch auf meine Stimme. Du lässt dich weder stören noch ablenken. Und mit jedem Moment fühlst du dich viel wohler und entspannter. Bereitwillig öffnet sich die Tür zu deinem Unterbewusstsein. Die Tür zu deinem Unterbewusstsein öffnet sich weiter und weiter. Und du siehst nun, wie meine Worte in dein Unterbewusstsein hineinfließen. Die Bedeutung dessen, was ich sage, ist für dich vollkommen richtig, wahr und gewiss. Optimal verankert bleiben meine Worte in deinem Unterbewusstsein. Meine Worte gelangen perfekt in dein Unterbewusstsein, um genau das zu bewirken, was sie bewirken sollen, was du dir wünschst, was dein Ziel ist. Meine gesprochenen Worte entspannen dich und bewirken in dir genau das, was deinen Zielen entspricht. Dein Unterbewusstsein öffnet sich weiter und dabei fühlst du dich ganz angenehm. Meine Worte gelangen in dein Unterbewusstsein. Genau dorthin, von wo aus sie besonders gut wirksam sind, damit sie dir helfen, deine Wünsche zu erfüllen. Meine Worte wirken tief und sicher in deinem Unterbewusstsein. Wenn du das Gefühl haben solltest, dass etwas Ungewöhnliches passiert, dann kannst du dich aus dieser Entspannung lösen, deine Augen öffnen und aufwachen. Kreislauf, Puls und Blutdruck werden dann wieder so normal wie im Wachzustand sein, sodass du dann reaktions- und handlungsfähig sein wirst. Begib dich nun noch einmal tiefer in die wunderschöne Geborgenheit hinein. Entspanne dich tiefer. Gleite tiefer.
lasse los. Genieße die wunderschöne Entspannung. Wenn ich in einer Sitzung die Aufforderung entspanne dreimal tiefer an dich richte, fällt es dir mit jedem Mal, wenn du diese Worte von mir hörst, leichter und ist für dich selbstverständlicher, ganz tief zu entspannen. Du bist dann vollkommen bereit, förderliche Botschaften aufzunehmen und sinkst in eine tiefe Entspannung, in der du Sicherheit und angenehme Gefühle empfindest. Entspanne dreimal tiefer. Im Leben gibt es viele Phasen und Zeiten für verschiedene Dinge. Du weißt, dass du in deinem Leben bereits durch viele verschiedene Zeiten gegangen bist. Du durftest verschiedene Erfahrungen sammeln, die dich zu dem Ort geführt haben, an dem du heute bist. Und das ist wichtig, gibt es auch Zeiten im Leben, in denen wir uns selbst daran erinnern dürfen, was wir eigentlich wollen. Im Leben gibt es Momente, in denen wir uns an unsere eigenen Stärken erinnern dürfen, an unsere eigene, wirkliche Stärke. Fühlst nun tief hinein in deine eigene Stärke und du spürst, wie sich dadurch dein Selbstbewusstsein stärkt. Erinnere dich an deine Stärke. Erinnere dich an dein eigenes Selbstbewusstsein. Dein Selbstbewusstsein wird nun mit jedem Atemzug stärker. Mit jedem Heben und Senken deines Brustkorbs wird dein Selbstbewusstsein stärker und stärker. Du wirst stärker und stärker. Du bist selbstbewusst. Du bist ein selbstbewusster Mensch.
Du spürst, dass du selbst bewusst bist. Du bist ein guter Mensch. Du bist ein guter Mensch. Du kannst mehr, als du von dir selbst erwartest. Du kannst mehr. Du kannst aktiv sein. Du darfst aktiv. Bist du in der Lage, deine individuellen Fähigkeiten zu entfalten? Erinnere dich nun vor deinem geistigen Auge, wie du in der Vergangenheit mal ein positives Erlebnis mit anderen Menschen erfahren durftest. Gehe konkret in eine Situation hinein, an die du dich erinnerst, in der alles gut und angenehm für dich war. Du warst mit anderen Menschen und konntest es richtig genießen, in dieser Gesellschaft zu sein. Erinnere dich einige Momente daran, wie schön es war, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und wie diese Menschen dir das Gefühl, willkommen zu sein, gegeben haben. Und mit jedem Moment, in dem du dich an diese schöne Situation erinnerst, wird dein Selbstbewusstsein stärker und stärker. Und du verankerst diese guten Gefühle in dir. Du nimmst diese guten Gefühle mit. Und du verankerst diese guten Gefühle in dir. Du nimmst diese guten Gefühle mit.
Und du verankerst diese guten Gefühle in dir. Du nimmst diese guten Gefühle mit. Siehe dich ganz konkret in einer angenehmen Situation, in der du sozialen Kontakt genießt und diesen Kontakt zu anderen Menschen als wertvoll empfindest. Du fühlst dich gut. Du fühlst dich richtig gut. Dir macht es Spaß. Du spürst, wie es dir richtig Spaß macht. Mit anderen Menschen gemeinsam lachen. Mit anderen Menschen gemeinsam etwas erleben. Das macht so viel Spaß. Das ist erfüllend und bereichernd. Auf dieser Welt gibt es sehr viele Menschen. Sehr viele Menschen. Du weißt und du durftest bereits erfahren, dass sehr viele Menschen sich genau das wünschen, was du dir auch wünschst. Verständnisvollen Umgang, eine liebevolle Haltung gegenüber anderen, ein freundliches, friedliches Miteinander. Du weißt also bereits, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, freundlichen und guten Menschen zu begegnen, wenn du neue Menschen kennenlernst. Und du weißt auch, dass du eine in dir angelegte Achtsamkeit besitzt, die dich vor Gefahren und schlechten Begegnungen schützt. Du kannst deiner Wahrnehmung vertrauen. Du weißt, wann ein Mensch gute Absichten hat und wann nicht. Und nun lasse dich vor deinem geistigen Auge, deiner inneren Vorstellungskraft folgend, von deinem Beschützer begleiten. Ihr geht gemeinsam in eine gesellschaftliche Situation hinein. Du siehst einen dich beschützenden Menschen vor dir. Einen Menschen, der dich bedingungslos gern hat und dir helfen will.
Sehe und spüre, wie du Schutz und Sicherheit empfängst. Und ihr geht gemeinsam vor deinem geistigen Auge hinaus auf den Gehweg vor deinem Haus. Was möchtet ihr machen? Was möchtest du machen? Ihr geht gemeinsam in eine Situation hinein, in der ihr anderen Menschen begegnet. Diese Situation wählst du selbst und stellst sie dir detailreich vor. Vielleicht möchtet ihr in ein Restaurant oder in den Park, oder du gehst in eine Postfiliale oder du gehst in ein Fitnessstudio. Oder einen anderen Ort, wo du dich gern hinbegeben möchtest. Stelle dir das nun so genau wie möglich vor. Du bist in jedem Moment sicher und geschützt. Du bist in jedem Moment sicher und geschützt. Deine dich schützende Kraft ist stets bei dir, hilft dir, unterstützt dich. Und du gehst nun in die von dir gewählte Situation hinein. Dort siehst du andere Menschen, und was du sofort bemerkst, ist, dass all diese Menschen dir gegenüber freundlich gestimmt sind. Alle Menschen. All diese Menschen mögen dich. Und nun fühlst du in dich hinein, wie es dir damit geht, dass all diese Menschen dich mögen. Und du schaust dich um und bemerkst, dass alles friedlich ist. Du kannst dort, wo du jetzt bist, sein, so wie du bist, und alles ist gut. Alles ist gut. Du bist gut. Du kannst so sein, wie du bist. Und du bist angenommen von Menschen, die dir begegnen. Du bist angenommen. Du fühlst dich angenommen. Du bist angenommen. Und nun erfährst du dich selbst, wie du mit anderen Menschen zusammen
eine schöne Begegnung erfährst, die schön für dich ist, die gut ist für dich, die wertvoll für dich ist. Du siehst dich vor deinem geistigen Auge, wie es dir Spaß macht, mit anderen Menschen zusammen eine gute Zeit zu haben. Du siehst dich vor deinem geistigen Auge, wie es dir Spaß macht, mit anderen Menschen zusammen eine gute Zeit zu haben. Du siehst dich vor deinem geistigen Auge, wie es dir Spaß macht, mit anderen Menschen zusammen eine gute Zeit zu haben. Eine gute Zeit.
du freust dich bereits auf Begegnungen. Neue Begegnungen mit anderen Menschen sind etwas Erfreuliches, etwas Schönes. Etwas schön. Du weißt, dass du deiner Wahrnehmung vertrauen darfst und erkennst, wenn jemand gute Absichten hat und wenn das nicht der Fall ist. Du freust dich auf die neuen, schönen, wünschenswerten, heiteren und wertvollen Begegnungen, die bereits auf dich warten. Und du freust dich darauf. Nimm die guten Gefühle nun mit. Verankere tief in dir diese starke, positive Haltung gegenüber anderen Menschen und dein dir eigenes, starkes, positives Selbstbewusstsein. Du bereitest dich nun auf das Aufwachen vor. Du bist nun bereit, wieder aus diesem Schlaf zu erwachen. Was ich zu dir gesagt habe, hat sich in dein Unterbewusstsein eingefügt und ist fortan wirksam. Ich zähle von 0 bis 8. Und mit jeder Zahl wirst du wacher, bis du schließlich bei 8 wieder vollständig wach und munter bist. Bei der Zahl 8 bist du wieder vollkommen im Wachzustand angekommen, bist erholt und fühlst dich gut. 0. In dir beginnen nun langsam die natürlichen Vorgänge des Aufwachens. 1. Wache langsam, aber sicher auf. 2. Dein Körper und dein Geist wachen langsam und natürlich auf. 3. Das nächste Mal, wenn du eine Hypnose beginnst, fällt es dir viel leichter, in den hypnotischen Entspannungszustand zu gelangen. 4. Wache nun immer weiter auf. Bei der nächsten Hypnose, die du hörst, gelangst du noch viel leichter in die Entspannung als zuvor. 5. Dein Puls und Blutdruck nähern sich dem Normallevel des Wachzustands. Deine körperlichen Abläufe nähern sich dem Wachzustand. 6. Du fühlst dich nun immer wacher und wacher. 7. Sobald du gleich die Zahl 8 hörst, bist du wieder vollkommen wach und munter, erholt und ausgeruht. 8. Wach auf. Öffne deine Augen. Du bist wach und vollständig handlungsfähig. Genieße gerne noch ein paar Momente der Ruhe und Entspannung. Komm im Gefühl des Hier und Jetzt wieder ganz behutsam an. Spüre deinen Körper.
wie du sitzt oder liegst. Und komme immer mehr im Hier und Jetzt an. Willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Hypnose hat dir gefallen. Ich wünsche dir eine gute Zeit mit anderen Menschen und auch allein, je nachdem, wie du das möchtest. Alles Liebe, dein Sebastian.